Wir feiern diesen Online-Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt das Werk seiner Hände. Am zweiten Sonntag der Passionszeit begrüße ich Sie ganz herzlich hier aus dem Gemeindehaus St. Heidel. Gott lädt uns ein, sein Wort zu hören. Er schenkt die Gemeinschaft und die Kraft der Liebe, in der sich das Wort ausbreiten kann. Wir beten gemeinsam mit Worten aus Psalm 25. Nach dir, Herr, verlangt mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Lass mich nicht zu Schanden werden, dass meine Feinde nicht frohlocken über mich. Denn keiner wird zu Schanden, der auf dich harret. Aber zu Schanden werden die leichtfertigen Verächter. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretungen, gedenke aber meiner nach deiner Barmherzigkeit. Herr, um deiner Güte willen, der Herr ist gut und gerecht, darum weist der Sünder den Weg. Er leitet die Elenden recht und lehrt die Elenden seinen Weg. Amen. Fastenaktion 7 Wochen ohne möchte dazu beitragen, dass Menschen mehr Weite in ihrem Leben entdecken und Enge hinter sich lassen. In diesem Jahr steht die Aktion unter dem Motto Spielraum 7 Wochen ohne Blockaden. Rollenbilder und Erwartungen blockieren uns in unserem Alltag. Was wir von uns erwarten, was trauen wir uns zu? Der Bibeltext für den heutigen Sonntag berichtet uns dazu von Jeremia. Jeremias Berufung.
und des Herrn Wort geschah zu mir. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete, und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach: Ach Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr sprach aber zu mir: Sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wie haben Sie Ihren Beruf gefunden? Haben Sie ihn sich selbst ausgesucht? Konnten Sie den Beruf wählen zwischen Tischler und Konditorin oder Lehrerin und Finanzbeamten? Oder war schon von vornherein klar, dass Sie vielleicht den Betrieb Ihrer Eltern übernehmen und haben genau den gleichen Berufszweig eingeschlagen? Vielleicht war die Berufswahl und Stellensuche aber auch eher ein Kompromiss, um im Alltag eine Perspektive zu haben. Häufiger Stellenwechsel, Umschulungen, Weiterbildung und etwas Neues ist heute an der Tagesordnung. Und deshalb ist die Aussage, ich habe meine Berufung gefunden, eher ein Satz, den man immer seltener hört. Wenn Sie das Stichwort meine Berufung im Internet eingeben und danach suchen, bekommen Sie sehr viele Antworten. Da sind einige unzählige Tipps und Ideen, wie das gelingen kann. Und das andere, das sind Erfolgsgeschichten. Menschen, die mitten im Leben alles verändert haben, die ausgestiegen sind aus einem ungeliebten Beruf und eine Erfüllung gefunden haben in etwas völlig Neuem. Für die meisten bleibt es jedoch ein Traum, ein fernes Ziel. Man arbeitet, um Geld zu verdienen. Man engagiert sich für eine Sache, um einer Not abzuhelfen. Die eigene Berufung finden, für mich meint dies jedoch viel mehr. Da ist eine Arbeit, die mir liegt, die Sinn macht, die Freude macht, die sich erfüllt. Beruf, Begabung und Hobby passen zusammen. Und ich bin mit meiner ganzen Person dabei und gehe darin auf. Liebe Gemeinde, heute Morgen schildert uns Jeremia in dem gehörten Bibeltext seine Berufung. Er hat sie gefunden. Und das, obwohl er gar nicht auf der Suche danach war. Ganz im Gegenteil. Jeremia ist so gerade mal ungefähr 20 Jahre alt,
als es ihn erwischt. Gottes Wort, es überwältigt ihn, es reißt ihn aus dem Alltag heraus. Er wird gar nicht gefragt, ob er es möchte, hat keine Gelegenheit nachzudenken oder es auszuprobieren. Oder er weiß auch gar nicht, ob er es leisten kann, was da von ihm erwartet wird. Er erfährt, dass Gott schon vor seiner Geburt beschlossen hat, ihn zum Propheten zu machen. Gott beauftragt ihn. Er soll predigen, also Menschen Gottes Botschaft sagen. Im Bibeltext heißt es sogar, als Prophet für die Völker berufen. Jeremia soll also quasi in der ganzen Welt gehört werden. Liebe Gemeinde, dass Jeremia ein Prophet werden würde, das hatte er ja nicht im Sinn. Propheten, sie lebten damals gefährlich. Sie waren dafür zuständig, vor die jeweils regierenden Könige zu treten und ihnen die Weisungen Gottes zu verkünden. Sie waren so etwas wie Regionsbeamte und vermittelten zwischen Volk und König. Doch wehe dem Propheten, der die Politik des Königs zu stark kritisierte und das dann noch im Namen Gottes tat. Jeremia, er schätzte sich nicht so ein, dass er solch einem Dienst gewachsen wäre. Allein schon der Gedanke an diese große Aufgabe blockiert Jeremia. Er kann auf keine Erfahrung zurückgreifen, hat keine Möglichkeit, eine Fortbildung, Umschulung oder Ausbildung zu machen. Mit allen Mitteln und Argumenten versucht Jeremia also, seine Berufung wieder loszuwerden. Ich bin zu jung, sagt er. Ich habe auch nicht die gesellschaftliche Stellung. Wer soll mir denn zuhören? Für Gott sind das alles keine Gegenargumente. Er übergeht die Einwände und Ängste des jungen Jeremia und hält an der Berufung fest. Ein zweites Mal richtet Gott seine Stimme nun an Jeremia. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erwählt. Ich kenne dich. Ich weiß um deine Grenzen. Aber ich weiß auch, warum ich gerade dich ausgesucht habe. Du kannst dir sicher sein, dass ich dich begleite. Dir wird nichts geschehen, denn du sollst nicht aus eigener Kraft tätig werden. Jeremia wird also ausgestattet mit dem, was er nötig hat. Es geht nicht um das, was er schon kann, denn das ist sehr wenig. Aber es geht um das, was Gott ihm zutraut, was er ihm an Fähigkeiten zur Verfügung stellt, mit an Fähigkeiten auf den Weg gibt. Und Jeremia, er fügt sich. Er ruft die Menschen zur Vernunft und zur Umkehr. Im weiteren Verlauf lesen wir dann bei Jeremia, dass er ohnmächtig mit ansehen muss, wie viele Menschen sein Wort in den Wind schlagen. Sie überhören das, was er sagt, folgen den falschen Ratgebern und laufen ins Verderben. Und nicht nur das, zwischendurch vereinsamt er und zweifelt an Gott. Aber zugleich erlebt er jedoch auch Augenblicke größter Nähe und Verbundenheit mit Gott. Er hört sein Wort als Freude und Trost und kann doch gestärkt den Weg gehen. Liebe Gemeinde, diese Geschichte von Jeremia, sie will uns Mut machen, das Wort Gottes weiterzusagen. Auch wir spüren immer wieder, wenn Menschen ungerecht behandelt oder ausgegrenzt werden. Wir sehen den Klimawandel, zurzeit gefährliche Pandemien, Kriege und Gewalt. Und nicht überall können Menschen frei ihren Glauben leben. Das christliche Hilfswerk Open Doors schätzt, dass weltweit ca. 100 Millionen Christen wegen ihres Glaubens verfolgt und diskriminiert werden. Seit 11 Jahren ruft deshalb die Evangelische Kirche Deutschland am zweiten Sonntag der Passionszeit alle Kirchen und Gemeinden auf, im Gottesdienst und in Gebeten in besonderer Weise auf die Leidenserfahrung von Christen in anderen Ländern aufmerksam zu machen und Anteil zu nehmen. In diesem Jahr denken wir besonders an Indien.
Mit 1,3 Milliarden Einwohnern ist Indien die größte Demokratie der Welt. Und Religionsfreiheit ist auch in der Verfassung verankert. Etwa 2,3% der Gesamtbevölkerung gehören einer christlichen Kirche an. Inzwischen erfahren die Christen jedoch zunehmend eine Bedrohung der Freiheitsrechte durch hindu-nationalistische Bewegungen und eine Politik, die dieses begünstigt. Angesichts dieser Entwicklungen ist es umso notwendiger, den Kirchen in Indien in ihrem vielfältigen und mutigen Zeugnis für Nächstenliebe und Freiheit in einer multikulturellen Gesellschaft beizustehen. Liebe Gemeinde, auch die Fastenaktion 7 Wochen ohne Blockaden möchte uns einladen, Gottes Wort weiterzusagen. Jeder und jede an seinem Ort, dort, wo er gerade steht. Und dabei tut es vielleicht ganz gut, wenn wir den Blick etwas weglenken von den großen Aufgaben, die Jeremia bekam, die er zu bewältigen hatte. Denn sie blockieren uns vielleicht auch, sodass wir dann auch sagen würden, ich bin zu jung oder ich bin zu alt, ich habe zu viel zu tun, dieses Aufgabengebiet liegt mir nicht. Jeremias Beispiel kann und soll uns Anstoß sein, über alle Selbstzweifel hinwegzudenken und in der Nachfolge mutig unsere Berufung zu leben. Jeder und jede hat dazu von Gott Gaben, Fähigkeiten und Qualitäten bekommen. Gottes Wort, es verspricht nicht immer ein leichtes und unbeschwertes Leben. Gerade jetzt, zu Corona-Zeiten, haben wir viele Einschränkungen. Aber unsere Bindung an Gott und an sein Wort, es hilft uns, auch wenn es keine Garantie dafür ist, dass alles gelingt. Gottes Wort, es schenkt Hoffnung in Katastrophen und in Krisen. Wenn Unrecht geschieht, können wir vielleicht eingreifen, auch dann, wenn wir über unser Versagen verzweifeln. Gott, er traut es uns zu, dass wir uns auf den Weg machen. Und er sagt, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Ich will dich erretten. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen. Gemeinsam Fürbitte halten. Guter Gott, wir danken dir, dass du bei uns bist und uns begleitest. Wir bitten dich für alle Menschen, die in dieser Zeit für andere da sind und trotz eigener Ängste und Sorgen treu ihren Dienst tun. Stärke sie mit deinem Wort und lass sie erfahren, dass du ihnen nahe bist und mitträgst, was ihnen zu schwer geworden ist. Gott,
Wir bitten dich für alle Menschen, die selbst krank geworden sind oder die sich um kranke Angehörige Sorgen machen. Begleite sie in ihrer Not und hilf ihnen, ihre Hoffnung zu bewahren. Stellvertretend für alle, die um ihres Glaubens willen leiden, denken wir heute an unsere Geschwister in Indien. Wir bitten dich, sei bei ihnen, wenn sie angefeindet werden, wenn sie Ausgrenzung, Benachteiligung und Verfolgung erleben. Lass sie deine Gegenwart spüren, deinen Beistand erfahren und berge sie in deiner grenzenlosen Liebe. Gemeinsam dürfen wir beten: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.